Guten Morgen, Ladies und Gentlemen. Es ist ein Tag nach dem Livestream. Ich war gestern hier tatsächlich, also in der Halle, und habe vorgearbeitet. Hab nicht gefilmt gestern, also ich habe meinen freien Tag, mein Vlog-Freitag dazu genutzt, in der Halle weiter aufzuräumen und dass ihr das mitbekommt, mehr oder weniger. Und wir haben jetzt relativ früh, ich war relativ lang wach gestern Abend, also ich war auch relativ lang in der Halle tatsächlich. Werdet ihr gleich sehen, ich zeige euch gleich, was ich gemacht habe. Thomas kommt jetzt und wir werden uns ein bisschen mit der Treppe befassen, weil wir die, glaube ich, tatsächlich komplett falsch berechnet haben. Also nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Also zum Glück ist ja aufgefallen, dass ich erstmal den Fehler gemacht habe. Und jetzt haben wir halt überlegt und haben geguckt, das kann aber irgendwo nicht richtig sein hier. Haben nochmal nachgemessen, es gibt so eine Art Schrittmaß, das habe ich auch in einem Video, habe ich das im Livestream erwähnt. Genau, es gibt so ein Schrittmaß, wo man sagt, die doppelte Auflagefläche plus die Höhe muss 63 ergeben. 63 ist so das Grundmaß einer Schrittlänge, wenn ihr spazieren geht, quasi. Die ist meistens 63 cm lang. Die schwankt zwischen 59 und 65 oder sowas, glaube ich. Also 63 ist so das Mittelmaß. Der Durchschnitt halt. Daraus errechnet sich dann halt, oder ihr könnt euch daraus errechnen, ihr könnt auch eine Treppe mal bauen, die höher ist. Dann ist die Auflage weniger, also muss die Auflage weniger werden. Ja. In dem Fall haben wir hinterher ausgerechnet, dass wir theoretisch eine 19 cm Höhe nehmen können. Das haben wir uns testweise auch in der Halle aufgebaut. Das ist total witzig. Das hat auch super geklappt. Ja, jetzt werden wir 19 höher machen anstatt 16,5. Das bedeutet, wir sparen und wir kriegen 3 cm oder so mehr. Und das bedeutet wiederum, dass wir anstatt 13 Stufen nur noch 10 Stufen brauchen. Und das wiederum bedeutet, dass wir an der Kante, an der kompletten Kante von den Regalen auskommen, was so viel geiler ist. Aber das werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Ich werde jetzt erstmal eben schnell mal Netto reinspringen. Und wir haben den Energy holen, weil das geht gar nicht heute. Ja. Auf geht's, ab geht's. Ein paar Stunden wach. Ich habe noch gar nichts gesagt, ne, wo wir in Halle waren. Ja. Wie lange haben wir es gebraucht zum Ausrechnen? Zwei Stunden? Lange. Zwei Stunden. Ja, ich und Thomas, wir haben quasi hier gerechnet. Durch den Gedanken? Gut. Ich hatte gesagt, 10 Stufen im letzten Mal, dass wir irgendwas da mit 10 Stufen hatten. 19,5 irgendwas ist theoretisch richtig gewesen, aber wir haben uns jetzt ein bisschen umentschieden. Oder wir haben nochmal hundertprozentig nachgerechnet. Wir landen jetzt bei 18,7 Stufenhöhe. 18,7 ist ausgerechnet auf 61, irgendwas, ne? Schrittmaß, denkst du, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall gibt es so ein Maß. Und, ja, das haben wir jetzt so ausgerechnet, macht aber Auflagefläche 24 cm. Höhe 18,7. Könnt ihr euch ausrechnen. Dann passt das, sind 61 irgendwas und wir brauchen 11 Stück, beziehungsweise 10, denn 11 ist Podest. Richtig? Ja. Korrekt. So, das haben wir jetzt innerhalb von 2 Stunden ausgerechnet. Wir sind super. Das bedeutet, wir... Achso, und wir haben getestet 22er USB-Platte. Wie hast du das genannt, nennt man das mit den Dachplatten? Ja, man kannte das Material halt im Endeffekt ab. Kantet es ab, heißt es, okay. Okay. Wie aus Metall. Ja, ja. Wird als Winkel abgekantet, stabil. Also quasi dasselbe, was wir da mit den Balken gemacht haben. Ja, dasselbe, halt auch mit Holz. Genau. Also ich habe mich da drauf gestellt, das hält, ich bin da drauf rumgesprungen sogar, ne? Mhm. Und wenn ich darauf rumspringe, dann ist das schon ein bisschen was. Das ist jetzt wohl nur 60er Breite, wir machen 80er Breite. Deswegen halt auch die Dachlatten, dann kommen wir auf, ich sag, mehr oder weniger. Halt dieselbe Stärke, würde ich sagen, ne? Oder selbe Biegungswinkel, Neigungsscheiß.
Und Thomas hat jetzt hier schon aufgebaut. Das hätte ich natürlich auch machen können, ne? Ich hätte mir auch die Arbeit machen können, das hier aufzubauen. Nein, ich habe das auf meinem Werkstattwagen geschnitten. Mit Leiter, wo das Material sehr wahrscheinlich so hing. Aber gut, das ist ja bei den Regalen da oben egal gewesen, ne? Naja. Achso, übrigens, eure Kommentare habe ich quasi mitgekriegt. Ich habe schon mit Thomas drüber gesprochen, bezüglich hier zumachen. Die haben alle geschrieben, das muss unbedingt zu, falls hier was runterfällt oder so, weil das ist gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Ne? Also, ja, entweder müssen wir gucken. Ich weiß nicht, zwei oder drei Platten von denen habe ich ja noch. Kann ich gleich mal kurz ausmessen, wie hoch das ist. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht zumindest die eine Stelle zum Beispiel schon mal zukriegen, dass nichts runterfallen kann. Habt ihr vollkommen recht. Oh, jetzt wird das mal ein bisschen geschnitten. Die Treppe sieht etwas besser aus. Hör auf schon wieder zu lachen, ey. Die andere hätte dich auch von Punkt A nach B gebracht. Nur auf einem längeren Weg. Aber jetzt sind wir, komm, wir gehen mal rüber, zeigen denen das mal. Das waren jetzt die fünf einfachen Stufen, ne? Jetzt kommen wir nämlich zu dieser Ecke hier. Da haben wir 5, 5, 5, 5 auf ungefähr 20 cm. Nur um die Kurve herum. Das heißt, wir müssen 4 Stufen in der von 10, 20 cm machen. Greg? Bei 18, 7. Ja, so könnte das aussehen. Nur so. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg, oder sagst du? Mhm. Und wir sind ja alle Treppenbauer, ne? Wir können das ja. Wir haben uns sogar einen kleinen Schweißtisch hier gebaut, falls ihr das gesehen habt. Einfach nur, weil es einfacher ist, sonst musst du immer wieder die Masse irgendwo dran machen. Ja. Und die guten Winkel hatte ich gekauft gehabt hier, ne? Die guten. Ja, die guten, ne? Das ist ein Magnet, wie alle anderen auch. Aber das sind die guten, nicht vergessen, ne? Ja, ich würde sagen, weiter messen und dann gucken wir weiter. Abu Dhabi Tower 8530. Der Awesome Road. Oder? Ja, ja. Jojo. Leute, hier innen habe ich ein paar Punkte gemacht. Ist das immer noch schwer? Ja, das ist noch sehr schwer. Aber hier oben geht, glaube ich. Ja, hier oben geht. Aber guckt euch mal das hier an. Guckt euch mal das hier an. Also. Der Thomas hat gesagt, er hat das allererste Mal heute geschweißt. Mhm. Schwörst du das? Ich schwöre. Du hast noch nie geschweißt vorher. Also meine ersten Schweißpunkte sahen schlimmer aus. Gut, okay, ich muss sagen, war auch ein ultra kackiges Schweißgerät, was ich hatte da. Ja. Hier seht ihr, das war einmal von mir ein Fehler, beziehungsweise wir haben die Stromstärke noch so gelassen wie für das Material. Weil das Flachstahl ist 2 mm kleiner. Und dann hat Thomas auch mal durchgebraten. Haben wir einmal einen runtergestellt und schon hat das gefunzt, ne? Eine Stromstärke tiefer und das sah so aus. Also ich bin echt beeindruckt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ihr seht hier auch schön den Einbrand. Also dafür, dass wir keine Schlosser sind, oder du in dem Fall hier, bei der schönen Schweißnaht. Auch innen, aber das war eher so Versuche. Ne? Ja, ein bisschen nur. Das war jetzt aber nicht so schlimm, ganz ehrlich. Also das sieht schon ziemlich geil aus hier. Wirklich, und das sind auch immer so schön durchgezogen. Das haben wir aber auch nur gemacht, just for fun tatsächlich, mit dem Flachstahl hier. Einfach nur, damit das ein bisschen mehr Auflagefläche hat. Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Jetzt, also wir haben hier 18,7. Grob. Das bedeutet jetzt, der nächste würde hier hinter nochmal 18,7 hochgehen. Müssen, aber auf die volle Breite, so, ja. Auf die volle Breite. Das Ding ist, wir machen jetzt, was hast du jetzt gesagt hier? Wir schneiden einmal 14 cm raus, weil es 10 cm Material ist. Genau. Für die 24er Auftrittstiefe. Genau, das heißt, wir machen uns ein, warte mal. Doch. Ja doch. Das ist richtig, ne? Und das Reststück davon bleibt uns hier als Überlappung. Ja gut, müssen wir nicht alles nehmen. Das ist schnell, schneiden wir uns hier ein paar Stückchen ab. Eigentlich ganz geil. Wir haben da noch ein Stück. Wir haben das große noch da hinten. Dann haben wir noch eins. Doch, ne? Müssen noch eins sein sogar, ne?
Bin jetzt nicht sicher, aber kann sein. Wir haben auf jeden Fall noch ganz viele kleine, die über sind. Ja, aber das ist mega nice. Also ganz ehrlich, ich bin richtig beeindruckt davon, dass wir das doch noch so gut hingekriegt haben. Und das sieht schon ziemlich cool aus, wie so ein Tower aus Abu Dhabi. Ey. Ganz ehrlich. Ist zwar ein sehr zinkiger Tower. Ja, wenn alles klappt, dann könnte es sein, dass wir morgen sogar Holz holen gehen. Also ich, und dann bauen wir das weiter. Und so wie Thomas Bock hat. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr sowas schweißt, kannst du schon mal machen, ich gehe mal raus. Wenn ihr sowas macht, ich habe zum Beispiel richtig Probleme mit dem Zinkzeug. Also ich merke das, wenn, ich gehe mal kurz weiter. Wenn wir da am Schweißen sind, das Zink, das muss komplett runter. Das ist wirklich ultra unangenehm im Hals. Also ich empfehle jedem von euch, wirklich jedem von euch, passt da auf. Und das ist nicht gut, wirklich. Ne? Wenn ihr so Zinkvergiftung und sowas heißt. Das ist echt nicht schön. Und vor allen Dingen mein Hals, oh, richtig kacke. Viel trinken, bisschen hier essen oder sowas, halt, dann geht das auch eigentlich. Und halt gut durchlüften, ne? Schön Abluft machen, nicht die ganze Zeit schweißen und so weiter. Dann hilft das auch. Richtig nice. Cool. Ich merke mich, wenn wir da mal so weit ein bisschen durch sind. Und dann kann ich euch hier auch was zeigen, was ich hier gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es eben gezeigt hatte. So, übers Wochenende war ich auch fleißig. Ihr seht schon hinter mir das Regal. Ich habe hier aufgeräumt alles, also ausgeräumt. Das ist alles Müll, also sortierter Müll quasi, von dem, was jetzt auch da war. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen, die dann hinterher in rüber müssen. Aber generell wird das so stehen hier, also sprich der Tisch. Vielleicht bauen wir da mal neu, weil der ein bisschen zu breit aufbaut, sehr wahrscheinlich. Dann kann der Kompressor auch weiter in die Ecke rein, dass wir den halt ein bisschen hier an die Rundung angleicht. Ihr seht, hier ist zum Beispiel Luft und sowas halt, ne, das alles. Dazu kommt, habe ich das Regal hier jetzt umgeräumt und eingeräumt schon tatsächlich. Also großteils eingeräumt, ist natürlich jetzt nicht alles. Ne, aber alles, was Pflegeprodukte angeht und so weiter. Mein Wascheimer, da kommt noch einer dazu. Dann habe ich hier unten die ganzen Öle hingestellt, weil das ist Schwachsinn, die nach oben zu stellen. Wenn man mal eben mal hier so ein Liter Öl nachkippen muss oder, keine Ahnung, das Minimum, ihr wisst, was ich meine. Oben halt die ganzen Wischwasch-Zeugs, ne, Winter, Sommer und so weiter. Ganz oben dann halt Lackierkram. Ja, also ich denke mal, das kann sich so sehen lassen, wenn das dann hier gleich alles, gleich, sag ich, ne? Wenn das hier dann in den nächsten Tagen komplett weg ist, dann kommt das alles rüber und drüben ist halt auch schon sortiert. Ich habe viel von drüben weggeräumt, schon hier eingeräumt. Es ist weiter viel nach oben gekommen. Ja, also langsam wird's. Hier ist auch ein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen. Das kommt alles rüber in die andere Halle erstmal. Genau wie das da hinten. Falls jemand Lattenrost braucht, sagt Bescheid. Alte kaputte Scheibe. Das hier muss dann nach oben sortiert werden. Das sind nur Pappmüll, Thomas seine Sachen, ein bisschen Schrott. Auch alles sortiert. Also ich habe schon alles ein bisschen angefangen. Und halt tatsächlich, so wie es mir möglich war, alles schon aussortiert und halt nach oben gebracht. Oben muss ich zwar noch viel einräumen, aber das ist nicht schlimm, das kann ich auch alleine machen. Aber ich denke, es wird. Das habe ich jetzt alles gemacht, was ihr nicht gesehen habt, mehr oder weniger. Und schön am Sonntag quasi aufgeräumt, sodass ihr das nicht mitbekommt. Vielleicht kriegen wir das noch einen Tag hin, dass ich das nicht immer zeigen muss, aber dann denke ich mal, haben wir es auch fast. Das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist tatsächlich, weil alles so seinen Haufen hat. Und ich bin zuversichtlich tatsächlich. Doch. Thomas hat Blut geleckt. Ja, kann man so machen. Wir haben hier eine ultra krass geile Treppe gebaut, sage ich dir. Das ist, wie sagt die Jugend, anders geil. Aber so anders. Das ist aber so anders geil. Vor allem dieses Konstrukt. Also entweder werden wir Schweißer oder Künstler. Künstler. Künstler, ja. Ist das Müll oder kann das weg? Wollen wir das mal rein? Ich habe Thomas gerade Bilder gezeigt, wie normale Leute schweißen. Weil da sind noch ein paar mehr solche. Ah, super. Hier oben, das ist am besten, guck mal. Warte. Hier, Kaste. Ei, Block. Hier, close enough. Das ist so gut, ne?
Ja, für euch. Also es war unsere letzte Stufe hier, mehr oder weniger. Die Thomas jetzt hier angeschweißt hat gerade. Und jetzt kommt danach nur noch nach oben und Podest. Ja. Ja, aber das machen wir dann in mehr oder weniger unabhängig voneinander, weil wir erst das Podest bauen wollen und dann nach unten anschweißen quasi. Richtig? Ja, weil sehr wahrscheinlich müssten wir das, was jetzt hier dran kommt, an die Seite, so anschweißen, damit wir mehr Druck nach oben kriegen. Und deswegen, das ist halt ein bisschen, nicht komplizierter, aber ein bisschen umständlicher eigentlich, aber damit kriegen wir auf jeden Fall mehr Halt rein. Ja, ich würde sagen, du packst dir das jetzt? Ja, ich packe mir das jetzt. Ja, aber nimm die Seite, ich kann die andere Seite nehmen. Okay, dann gucken wir uns das mal drüben an, wie das stehen könnte, vielleicht, wenn es steht, heißt es. Sieht richtig aus. Wir haben das jetzt beabsichtigt mal in die Wand gemacht, damit ihr seht, wo wir da landen. Hoch, 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 Kurve und so weiter. Und wir landen genau bei 87, also 1,87 Meter. Und damit haben wir dann die nächste Stufe genau auf der Höhe von unserem Podest. Und wir landen genauso, wie ihr das jetzt seht gerade, ungefähr noch minimal ein Stück weiter drüben, glaube ich, ja. Nimm mal Zollstock. Weg. Ja. Und rein technisch müssten das jetzt 1,87 sein. Und das ist blind angehalten, weil es sehr wahrscheinlich unten gerade aufliegt ungefähr. Die letzte Stufe, oder? Mhm. Und deswegen kommt das zustande hier. Sehr, sehr nice. Warte, ich helfe dir. Gefällt mir. 1,87. Ja, es ist halt jetzt doof, wenn das so schwebt und dann du bewegst das immer wieder und so weiter. Aber ich denke, dass wir da in einer richtig absolut korrekten Richtung sind. Und vor allen Dingen dieses Kunstwerk da hinten. Ne? Es wird, rein technisch würde es sogar noch cooler aussehen, wenn das hinterher, wenn hier mehr Stufen wären, würde das da mehr Effekt haben, so dass man es sichtbar hätte. Weil die meisten Stufen sind ja jetzt hier und dann geht das ja so rund und dann hast du noch eine Stufe. So, wenn jetzt da noch zwei, drei wären, dann würde das mehr Effekt haben, denke ich, und dann würde man das besser sehen. Aber ich denke mal, ihr habt das verstanden. Ultra geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich sag awesome. Weil das ist jetzt eine Treppe. Vorher war das eine Auffahrt. Eine etwas höher gelegte Auffahrt. Aber es neigt sich dem Ende zu. Wir haben euch eben unser Kunstwerk gezeigt. Thomas ist ja schon gefahren. Wir haben uns jetzt entschlossen, morgen weiterzumachen. Eigentlich war nicht der Plan, dass Thomas beide Tage jetzt hier hilft. Aber wenn das fertig wäre, das wäre so awesome. Das heißt, die komplette Treppe komplett fertig, dass man oben laufen kann, dass das fest ist und so weiter. Also, ich muss sagen, wenn das fertig wäre, wäre schon ein großer Punkt von allem hier. Wirklich, also da brauche ich nichts mehr zu sagen, das sollte jedem klar sein. Für mich ist das ein ganz anderes Level dann. Und oben wäre alles fertig, man könnte oben immer mal eben raufklettern und wieder runterklettern und die Sachen einräumen und man muss nicht hier über die Leiter laufen und so weiter. Ich meine, die Leiter ist super, ganz ehrlich. Ne? Ich bin froh, dass ich die da mitgekauft habe, für die paar Euro mehr. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber wenn das da fertig wäre, dann wäre es halt einfach fertig. So, dann ist das halt so ein Ding, was auch nicht mehr hier rumsteht mit einem Weg. Und das nimmt einem einfach viel mehr weg, so, also so allgemein. Das ist wieder so ein Punkt, was erledigt ist. Theoretisch könnte ich hier auf meine Tafel schreiben, wo jetzt die ganzen Sachen für den Pickup, für den 45 und für den T3, wo beim T3 einfach alles steht. da könnte ich halt auch draufschreiben, was noch zu machen ist hier. Und quer drüber würde ich auch aufschreiben, aufräumen. Also so, eigentlich ist es mehr so sortieren, wegschmeißen und dann halt aufräumen, weil das halt einfach, es ist einfach so viel Krempel. Also ich habe in den letzten fünf Jahren so viel angesammelt, was ich einfach auch wieder reduzieren möchte. Auch Ersatzteile. Ich will kein Ersatzteilhandel sein hier oder so. Ne? Also auch, wie gesagt, Ersatzteile, die ich schon mega lange aufbewahrt habe oder was auch immer, brauche ich nicht. Ganz ehrlich, ne, wirklich nicht. Ne, mal einen Satz Felgen oder sowas, vollkommen okay. Ne, mal so vielleicht so typische Sachen, die man so rumliegen hat, auch alles kein Problem. Gängige Ersatzteile auch, alles vollkommen in Ordnung. Aber ich will keine Lichtmaschinen rumliegen haben für E36, E39
vier, sechs Zylinder und so weiter, acht Zylinder im besten Fall noch und so weiter. Brauche ich alles nicht, ganz ehrlich nicht. Und wie gesagt, ich habe gestern Instagram gesagt, dass ich die Tage, wenn ich jetzt wieder aufräume, wir werden morgen ja weitermachen, also wenn wir nicht aufräumen, ich denke eher Mittwoch dann, da werde ich auch von den meisten Sachen einfach Fotos machen und die bei Instagram posten. Falls ihr da irgendwas haben wollt, dann guckt da auf jeden Fall nach. Die werde ich in die Stories posten und wer dann halt was haben will, soll Bescheid sagen. Weil ganz ehrlich, bevor ich die Sachen wegschmeiße, kann die jemand für ein paar Euro haben, Kaffeekassen, Auffüllung oder whatever, keine Ahnung. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und Hauptsache, dass es dann halt nicht weggeschmissen oder irgendjemand braucht es dann auf einmal. Und die ganzen Sachen bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, weil so ein Servo-Kühler-Ding kann irgendjemand gebrauchen. Ich stelle es rein für 10 Euro, dann verhandelt er mit mir, dass er es für 5 Euro haben will, dann muss ich es noch verschicken. Ja, Aufwand hat sich nicht gelohnt, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Von daher, aber ich denke, der ein oder andere weiß ganz genau, wie das Ganze abläuft. Und nicht vergessen, Gas zuzudrehen. Genug mit meinem Monolog hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Habt ein bisschen was gesehen. Ich habe jetzt nicht so viel detailliert gezeigt, weil wir mehr arbeiten wollten. Das hat schon den ganzen Tag gedauert tatsächlich. Weil, wie gesagt, wir haben locker 2 Stunden rumgedingst. Wir haben locker 2 Stunden rumprobiert und ausprobiert und getan gemacht. Am Anfang viel diskutiert. So, so, so. Dann hatten wir einen Denkfehler. Ich hatte einen Denkfehler. Ja, und dann eins nach dem anderen, dann geht da ganz schnell die Zeit einfach mal verloren. Und bis man die Motivation hat anzufangen, kommt immer dazu. Von daher, aber wir sind gut vorangekommen. Ich habe jetzt am Ende, habe ich halt übelst die Halsschmerzen bekommen, deswegen hat Thomas weitergeschweißt. Ich hätte das auch gemacht, wenn es jetzt sein gemusst hätte. Aber lange kann ich das nicht mitmachen, für dieses Zinkzeug, ne? Das geht übelst schnell in den Hals rein. Keine Ahnung, ob das nur mir so geht. Aber gut, wir sind ja fast fertig. Morgen nur so ein 80-80-Ding schweißen. Ich werde dann sehr wahrscheinlich Platten holen gehen. Und muss dann wahrscheinlich so einen Anhänger fahren. Aber ist egal. Ist dummer Tum. Direkt um die Ecke. In Klammern. Ja, auf jeden Fall könnte sein, dass wir morgen die Treppe fertig kriegen. Wäre natürlich mega nice, wenn es klappen würde. Also drückt die Daumen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.